Tada! Ich grüße euch total recht herzlich zu den Chop News. Chop News. So, die Welt der Medien ist ja jetzt TikTok, Snapchat, Facebook und so on. Ne? Auch hier YouTube. So, ich begrüße euch total recht herzlich. Ich will euch nichts verkaufen, weil Video für mich ist das nur Spaß. Ich möchte mit euch sprechen, weil ich euch ja sehe, euch höre, euch erlebe. So. Bei TikTok zum Beispiel. Soeben gerade geschlossen, weil Kunden kamen rein. Auch hier wisst ihr, wenn ich plötzlich unterbreche, kommt ein Kunde und dann hin und wieder habe ich Glück und kann diesen Videoclip durchziehen. Warum ich das mache? Aus Spaß. Ein bisschen Zeit, weil ich einfach Lust dazu habe. Ich habe Lust dazu, mit der Kamera zu arbeiten, weil mir halt tagtäglich etwas auffällt, hier bei dieser Arbeit. Ich habe ja hier die politischen Kunden, dann die querdenkenden Kunden und die Normalkunden in allen Sprachen, aus allen Welten, aus allen Bereichen und natürlich die Künstler auch aus allen Welten, aus allen Sparten. Also ein Mensch, so wie er ist, ist hier mein Kunde. Hallo Mensch, wie geht es dir? Ja, okay. So, es kann sein, dass dieses Video etwas länger wird, weil ich jetzt, glaube ich, nicht unterbrochen werde. Heute ist ein Montag, ein sehr kühler Montag, wir haben 10 Grad und da sind halt die Menschen noch nicht so unterwegs. Meistens abends, wenn geschlossen, kann ich natürlich auch ein längeres Video machen, dann natürlich auch ohne, dass dieses Video unterbrochen wird. Aber ich habe gerade schon so einen Gedankenzyklus, dass ich gleich dieses Video schon cutte von mir selbst, damit es nicht so lange wird. So, mir ist nämlich heute aufgefallen, dass sehr viele Vollprofis bei TikTok unterwegs sind. Weiblich, männlich. Und ich erkenne es ja wegen dem Beruf. Die Kamera stimmt, der Ton stimmt und das Licht stimmt. Das Make-up stimmt und so wie sie rüberkommen, stimmt. So eine junge Frau, die hatte wunderbar gesprochen, ja, und hatte darauf hingewiesen, dass sie keinen Mann bekommt. Da musste ich schmunzeln, weil wie sie ausschaut, hat sie mindestens 20 Männer um sich herum. Mag sein, dass das nicht der Mann ist, den sie gerne hätte, weil Männer, richtige Männer oder Männer, die auch so ausschauen, wie diese junge Frau, also hübsch, ihr nennt sowas hübsch, Bild oder sowas, oder irgendwie viel Geld haben, also ein gewisses Niveau haben, studiert haben oder irgendeinen gewissen Beruf haben, also normale Männer und normale Frauen. Die sind meistens nicht so bei TikTok, weil die verhalten sich nämlich auch komplett anders. So, also wie gesagt, diese Leute, die da euch, so wie ich auch, bin auch ein Profi, ich muss es ja zugeben, ich mache das ja schließlich auch beruflich, aber das da ist ja noch Hobby. Es hat nichts damit zu tun. Ich mache es nicht, um jetzt damit Geld zu verdienen. So. Und wenn ich damit Geld würde, ja doch, ich habe schon hin und wieder Interesse, damit Geld zu verdienen, ein Filmchen zu machen. Und darauf komme ich und deswegen mache ich auch das Video, weil ich jemanden gesehen habe, der uns natürlich einiges erklären möchte. Ihr kennt ja, ich habe ja einen Videoclip gemacht über hier diese Stars, die sich zusammengetan und jetzt für 18,50 Euro gemietet werden können. Ne? Ja, zum Beispiel Til Schweiger, weil ich Til Schweiger nun mal kenne, deswegen textiere ich ihn. Lauterbach kenne ich auch, aber nicht so. Ja, also Til hatte ich schon ein bisschen mehr mit zu tun. Till ist auch so auf meiner Ebene und ist auch 10 Jahre jünger. Ralf Möller zum Beispiel, der genauso alt ist wie ich und nicht allzu weit weg wohnt von mir, hat jemandem geholfen und dieser jemand sagt, dass ihr immer kurze Sätze, prägnante Sätze sagt. So, prägnante Sätze ist richtig, kurz und bündig, aber nur dann, wenn dieser Film es benötigt. Hin und wieder benötigt ein Film, aber auch Monolog, Dialog, Prolog. Und das muss dann passen. Ja? Immer nur Action, immer nur Autoverfolgung hat sich so eingebürgert. Ja? Hier im MMC-Studio in Köln, da ist ja alles mittlerweile auf dem allerneuesten Stand. So,
Ich unterbreche jetzt das Video, weil sonst wird es zu lang. Wenn ihr Interesse habt dessen, was ich jetzt wirklich tatsächlich sagen möchte, dann nehmt euch den nächsten Clip vor, weil diesen unterbreche ich jetzt, weil ich ganz genau weiß, dass ihr nicht zuschauen werdet. Also sucht euch die Themen raus. Ihr seht 10 Sekunden, 20 Sekunden und hin und wieder habe ich auch Leute, die volle 2-3 Minuten und manchmal haut mir das Ding raus, dann habe ich 16 Minuten, einmal hatte ich sogar 60 Minuten, weil ich sehr viel Spaß hatte, aber diesen Spaß kann ich euch nicht übermitteln. Ne? Also deswegen unterbreche ich jetzt dieses Video, kommt in das zweite. Also wenn es euch interessiert, dann klickt den zweiten Clip an, okay? Herzlich willkommen im zweiten Clip. Ich versuche die Clips so knapp wie möglich und ich versuche euch anzusprechen, dass ihr auch Spaß habt, dieses hier überhaupt zu sehen. Ich bin jetzt wirklich hier in einer Symbiose der Arbeit, Foto und Film, und ich hätte heute Morgen schon die andere Fakultät, denn das haben wir ja auch, das Copyhouse. Ne? Wir kopieren ja nicht nur Filme, Fotos, wir stellen ja nicht nur Filme und Fotos her nach Themen, sondern wir sind ja auch da, um eure Werke und eure Dossiers auf den Weg zu bringen. So, ich muss mal eben gucken, warum das hier so knackt. Keine Ahnung, irgendwas arbeitet hier. Ja, auch hin und wieder mal ein Tier, ist richtig, aber selten. So, als Film, Foto, Gestaltung möchte ich euch nichts, aber auch gar nichts verkaufen. Weil alles, was wir benötigen, sehr teuer ist. Um euch zu verzaubern, müssen wir Kulissen bauen. Wir müssen in dieser Kulisse arbeiten. Wir brauchen eine erstklassige Kamera dafür, erstklassige Tiefenschärfe. Wir brauchen also eine Maschine, die absolut cinema-tauglich ist. Es lohnt nicht, nur 4K zu haben. Es lohnt nicht, 8K zu haben oder 16K zu haben, sondern es muss stimmen. Alles muss stimmen. Die Kamera muss stimmen. Das, was ihr machen möchtet, muss stimmen. Und wenn ihr richtig agieren möchtet, braucht ihr natürlich ein Drehbuch. So, ein Drehbuch im untersten Segment ist ein Drehbuch der Laienhaftigkeit, weil wir Laien sind. Ich spreche jetzt die Laien an. Also ihr habt ein Phone, oh ja, ich mach mal, ich bin ein TikToker, bin ein Snapchatter, bin ein Facebooker. Okay, die Vollprofis brauche ich nicht ansprechen, weil die Vollprofis machen ja dasselbe wie ich. Ja. Und jetzt muss ich unterbrechen. So ist das. Morgen. Morgen. Wer mich verfolgt, weiß, dass ich unterbreche, sobald ein Kunde eintritt in den Shop hier. Und ja, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Aber der Redefluss ist da, weil ich ja genau weiß, was ich euch erzählen möchte. Morgen. Morgen.